gut so. Also wir müssen jetzt ein ganzes Rüstungsset dingsen. Breaking 3 ist nicht schlecht. Wie sieht es mit meinem Schild aus? Oh, das ist komplett am Arsch. Warte mal, ich mache mir ein neues Schild. Mein Dings hier gerade. Hallo? Was ist jetzt los? Ah, geht ja nicht. Okay. Okay, man kann ja keinen. Okay, aber ich muss es aber... Protection 1 geht ja auch. Oder kommt das? Und On Breaking 3, ey, das ist geil. So, ganze Rüstung haben wir schon mal auch gedings schon mal. Das ist gut. Wir würden das 7, 13, 2, hätten wir dort 5, 6, ich werde da noch gleich eine Angel damit verdingsen. Aber ich werde nicht in den Nether gehen noch, oder? Immer das Portal bauen noch. Okay, gut, so. Bro, warum habe ich, hab ich so ein Ding hier? Geil. Jetzt noch String, ey. Scheiße. Pfingstrose. Pfingstrose, was? Seegurke könnte ich kriegen. Mangrovenblätter vielleicht. Guck mal hier unten. Vielleicht ist hier ja noch irgendwie Spinne dann. Oh, Mann. Oder nur eine Spinne. Spinne. Nice, tschüss. Sogar noch Lyre. Die zwei kann man gut. Oh, okay, was hat das da? Haupten ist 1, nicht schlecht. Dann würde ich sagen, wir nehmen das da. Dem hier haben wir 1, 2. Wir haben dann 5, 6, 7. Andersrum. Ach so, geht ja gar nicht. Scheiße. Haben wir jetzt 6 und dann müssen wir noch eine davon. Ah, hier ist Fire Protection, deswegen. 7 haben wir dann. Perfekt. 7 Enchantments. Werde ich Erschaffnis 3 noch drauf machen? Ne, ich denke nicht. Nur Rumbling 3 auf meine Dings dann drauf machen, rein theoretisch. Ich nehme die Quest auch fast fertig. Pfingstrose. Was ist denn das, Alter? Kenne ich nicht mal. Eine Pfingstrose, ne? Okay. Lass mich mal umschauen. Ich hole mal die Karte hier. Geh mal so in die Richtung von dem Ding da, wo ich hingehen muss. Margarite. Oh, Margarita. Seid ihr Pfingstrosen? Pfingstrosen, ja, von euch brauche ich 5, 1, 2, 3. Ist der weiß? Hä? Ach, das ist der Schnee. Das ist Schnee, okay. Ist das Powder Snee? Powder Snow meine ich. Bombastisch, ey. Ja, ich muss mir in den letzten 2 Stunden vielleicht noch zum Nether gehen. Aber zumindest will ich das. Zumindest will ich vielleicht Glowstone holen. 14 Stunden habe ich. Mir fehlen noch 2 Stunden. Ich habe immer noch Eisenrüstung vor allem. Ich glaube, der einzige, der glaube ich dann mit mir so in Fallout gleich steht, ist vielleicht Jeremy, obwohl er eigentlich sogar meistens für das meiste sogar farmt. Wenn ich letzter Platz bin, bin ich ja 7. Platz, so gesagt, ne? Und 7 steht für Ronaldo. Wird meine Reaktion einfach sein, dass ich einfach zu schreie, ey. Ja, erster werde ich auf gar keinen Fall. Ich hab's 2 Challenges geschafft, Digga. Ich werde dann ja fertig sein und dann Outlast, weil, Dingsen, ne? Ja, ich sag das jetzt hier, also Outlast und alles. Dann sind wir beim nächsten Winter schon, ey. Also beim nächsten, wenn das, ich weiß nicht mal, wie schnell Fongi jetzt ist, so, ne? Weil diese, also wie viel es jetzt dieses Projekt gibt, wie viel... Videomaterial ist viel mehr, glaube ich sogar. Moin. Der hat einen Burn, der hat einen Flamebogen. Klar. Jo, nett. Ja, alles klar, Jungs. Hab schon gemerkt. Bruder, warum ist er denn immer noch da? Hat er den gedroppt? Das war eine sogenannte enge Kiste, aber wir haben einen Bogen mit Flammen. Ich habe den Zaubertisch nicht mitgenommen. Geode? Nein. Keiner. Also wir müssen einfach, es besteht jetzt ja einfach nur noch aus random RNG. Ob wir es finden oder nicht, die letzten Stunden. So, Never-Festung, klar, könnten wir reingehen für die Lohnrouten, wären nochmal ein paar Punkte. Das ist hier gerade echt nicht. Wenn wenigstens der 3-Chuck gedroppt hätte, das wäre geil. Das ist iFelix hier ist mal wieder im Dschungel und hat darauf absolut keinen Bock TV. Boah, ich wusste, dass die Aufgabe schwer wird, ne? Also es ist einem ja bewusst, so eine Schallplatte und so zu finden, ist nicht einfach. Ey, wir machen die Aufgabe jetzt übrigens, ne? Also, egal was jetzt noch passiert, es wird keine Aufgabe vorher angefasst, außer wir sollten aus irgendwelchen Gründen Level genug vorher haben. Scheiß Drecks-Panda-Bär. Zögere ich gerade einfach nur die Zeit raus, damit ich mich nicht wieder runtergraben muss. Ja. Heute ist übrigens der 27. November 2013. 23. Seht ihr, was das hier mit einem macht? Wie macht dieser Panda-Bär, ne? Wenn ihr euch jemals fragen sollte.
Ja, ich habe hier ja sogar freiwillig beworben. Okay, vergiss das. Ich wollte gerade wieder Promi blame dafür. Vor allem, als ich die Aufgabe gesehen habe. Am Anfang. Ich wusste, dass diese Aufgabe scheiße wird. Wegen diesen zwei Drecks-Items. Der Rest war ja kein Problem. Das haben wir jetzt in einer Stunde oder so haben wir das geschafft. Und jetzt sind wir hier mit der Pisse. Wieder genug aufgeregt für heute. Oh, ich muss aufhören, so wütend zu sein. Das ist nicht gut. Ich muss es einfach mit mir geschehen lassen. So, das Ding ist, das Wichtigste ist einfach die 16 Stunden voll machen. Das ist das Ziel. Die Taktik verfolgen wir, machen die Aufgaben nebenbei. Das war auch mein Ansatz von Anfang an. Wir haben alle Aufgaben. So ein bisschen wie Survival Martin in der ersten Staffel des Seven Wars Wild. Wenn man die Aufgabe schafft, schön, aber nur Zeit überstehen. Tun wir hiermit. Wir fahren mal wieder Boot. Ja, hier runtergraben ist dumm, weil hier ist ein Meadow-Biom. Das heißt, hier drunter ist ein Deep Dark. Das heißt, da drunter ist 100% tot. Und irgendwie ist auch allergisch gegen Waschbären. Moin. Tropfsteinhöhli auf jeden Fall. Und was sehen wir mal wieder nicht? Richtig. Aber krass, dass Geonien jetzt so selten geworden sind. Jo Leute, heute in diesem Video suchen wir 24 Stunden nach einer Geode und werden dabei von einem Panda verfolgt. Ey, das ist ein Slime. Hi, Kleiner. Folgende Entscheidung. Wenn wir nicht, also in der nächsten Folge dann, bis 14 Stunden 30 Minuten die Scheiße nicht gefunden haben, wovon ich ausgehe. Wir traveln zurück, bauen das Nether-Portal da auf, schauen, ob wir bei einer Festung sind. Wenn wir bei einer Festung sind, machen wir einfach die Lohnrouten noch. Ich glaube, da brauchen wir nur die Lohnrouten und Glowstone-Staub. Dann machen wir das. Das können wir das Obsidian aus der Kiste nehmen. Ich muss meine Karte mitnehmen, weil wenn ich diese Karte hier dabei habe, dann fühle ich mich wohler. Und ich habe halt mit der Karte natürlich auch, Bogen nehme ich auch noch mit, der Karte habe ich natürlich auch wieder halt einen Sinn, wie ich heimkomme. Ihn hier nehme ich mit, weil er carried uns vielleicht. Ihn hier nehme ich mit, damit ich kurz schmelzen kann nachher. Ey, ich bin echt, echt gut in der Zeit. Ich bin gerade aber ein bisschen mehr sweaty als Comedy und das fuckt mich ein bisschen ab. Digga, wenn jetzt hier um die Ecke gleich einfach so ein Mangrovenbiom reinfetzt, dann war's das, ne? Dann, weil dann, ich glaube, dann habe ich halt gewonnen. Außer ich sterbe halt dann in der Hölle an den Blazes, aber das wird schon nicht passieren, ne? Extrem geil, aber hier fängt halt wieder so ein scheiß Savannenbiom an, darauf habe ich gar keinen Bock. Da, zwei Hexen. Zwei Hexen. Ich laufe an ihnen vorbei und wenn sie mich angreifen, dann muss ich sie töten. Ich sehe nur eine. Ich war gerade fast in den Creeper hier reingelaufen. Ist Film irgendwie auf die Welt gejoint? Nee. Hä? Warum standen da zwei Hexen, aber ich sehe nur eine? Bis ich den Mangrovensumpf gefunden habe, bin ich einfach verheiratet und habe 29 Kinder oder so, Junge. Das erinnert mich an letztes Outlast. Da haben wir auch auf so coolen Bergen gebaut und so. Outlast beginnt ja bald wieder, da habe ich auch schon Bock drauf. Ich weiß noch nicht, was wir bauen, aber egal, was wir bauen, ich bin hyped. Digga! Wie viele gibt's denn von diesen Viechern hier? Ja, verpisst euch einfach. Ja, wenn hier jetzt so ein Mansion-Festung-fettes Ding ist, bevor ich einen Mangrovensumpf finde, dann war's das, ne? Dann quitt ich für heute. Eieiei. Ich hab da gerade irgendwie, ich weiß nicht, was ich gerade gesehen habe, aber das hat sich gerade angefühlt, als wären es 1000 weitere Meter runter. Ich hab gerade irgendwie meinen Tod gesehen. Mein Herz ist gerade so stehen geblieben, einfach. Ich hab mich gerade so tot gesehen, einfach. Bei dem Rune Portal da, das ich looten werde, weil da werde ich reingehen. Wetten, da vorne ist jetzt ein Mangrovensumpf und ich gehe jetzt hier entlang. Geh da jetzt gleich rein und stirb einfach. Rein da. Festung in den Way, ich hab grad hingewaved. Oh, den Bree hier vorne möchte ich gar nicht attacken. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele auf einmal auftauchen werden. Zwei Baumbiome aufeinander grenzend, aber keine Festung.
Schade, wäre cool gewesen. Muss ich wohl woanders nochmal reinschauen. Keine Festung und kein Mangroven. Und einfach gar nichts. Wer weiß, vielleicht haben die anderen nicht die ganzen Quests, so wie ich sie habe. Das Ding ist halt, wenn mein Haus scheiße ist und alles andere erledigt ist, kann es trotzdem einfach sein, dass ich verliere, weil mein Haus schlecht ist. Also es kann im Endeffekt wirklich auf das Haus ankommen, wer gewinnt. Ich verzweifle an Mangroven. Die müssen doch hier irgendwo spawnen. Hier sieht's doch so perfekt aus, dass Mangroven spawnen könnten, so. Irgendeiner hat das Safe so einfach gefunden, der musste dafür gar nicht suchen. Irgendeiner, ich weiß es schon. Ja, und hier bin ich jetzt komplett umschlingt von Bergen, oder wie? Ich treffe gleich einfach auf die Weltborder, ich sehe es schon. Ich bin so angepisst, Mann. Vielleicht hat ja irgendjemand so sehr gestruggelt für die Schallplatten, wie ich für den Mangrovenwald. Und dann kann ich wenigstens in den Aufnahmen sehen, wie einer für etwas gestruggelt hat, das ich so easy hatte. Kann ihn dann auslachen, während der mich auslacht für den Mangrovenwald. Vielleicht haben wir hier ja auch Luck und finden jetzt einen Festungsspawn einfach. Die Entspannung ist die Befreiung der Seele. Definitiv nie wieder. Naja, dann suchen wir weiter nach schönen Mangroven. So ein Idiot. Welches Projekt irgendwie quitten oder so, Digga? Also, mir reicht's. Es ist schlimm. Wenn ich da jetzt hochgehe und dieser Ghast mich einmal abschießt, ich möchte wieder diese Confidence, die ich am Anfang hatte, als ich nicht wusste, dass die Viecher mich... Euch alle. Verlasst mein Leben. Bro, ich kann da halt jetzt nicht hoch, ne? Ich muss hier ein bisschen entlang traveln. Ich kann mir ein neues Portal einfach craften und dann damit escapen. Ich höre Magma Cubes, aber die brauche ich zum Glück nicht mehr, weil die verbuggt sind. Ich habe so Angst vor Gas. Das ist scheiße schlimm. Weil eben, ich glaube, die haben mich nicht direkt getroffen, deswegen bin ich nicht One-Tap gewesen, weil irgendwie haben mir die gerade eben keinen Schaden gemacht, aber ich glaube, das waren halt keine direkten Treffer. Ich gehe wieder raus. Ich bin gar nicht so weit gekommen. Toll. Ja, also im Nachhinein jetzt so 2 Stunden vor Schluss sehe ich ein, dass ich lost war in manchen Aufgaben und das alles viel, viel schlauer angehen kann, auch so von außen betrachtet. Wir hätten im Village niemals die Sachen vergessen dürfen, wie die Bücher und so. Das war einfach, ja, belastend. Eizack, hätte man mehr Eier zeigen können und die einfach machen können, die Aufgabe. Man kann jetzt hier mehr Glück haben als ich. Das ist ja, wenn man die Aufgabe schafft, Glückwunsch. Die Frage ist, ob das Ziel vor Deja zu kommen noch da ist. Einer, heute allein hier. Ich habe mir jetzt eine Taktik überlegt, okay? Wir könnten die XP-Farm noch machen. Die andere Möglichkeit ist, wir gehen jetzt einfach zurück zur Mine, graben uns da runter und gucken da nochmal. Und diesmal war ich vor der Aufnahme übrigens auf Klo. Mal sehen, vielleicht muss ich jetzt in den kommenden 2 Stunden trotzdem auf Klo. Und Leute, wie war euer Weihnachten so? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie war euer neues Jahr so? Hat das Jahr gut angefangen für euch? War es dieses Jahr so heiß im Sommer? Und auch immer diese Folge kommt. Der war gut. Und egal, wo ich lande, Hauptsache vor Deja. Man weiß ja nie, vielleicht ist er ja schon tot. Boah, wenn einfach Leute jetzt schon gestorben sind in der Zeit, ne? Ich weiß, man kann schreiben, ich habe wie eine Pussy gespielt oder so. Sehe ich auch ein bisschen ein. Ich habe jetzt nicht gerade gespielt wie jemand, der es drauf angelegt hat, hier viele Aufgaben zu schaffen oder so. Ich war auch lost teilweise. Aber ich habe überlebt. Vielleicht hätte ich 1, 2, okay, das ist jetzt nur eine Lackaufgabe, aber XP hätte ich vielleicht angehen können. Auch besser. Never ist immer so ein Ding in solchen Projekten. Moini. Peter, alles fresh? Jo, also mein Kutterboot, das war heute Nacht wieder unterwegs. Und ich war auf dem Meer und bin ertrunken. Aber Peter, das ist kein Meer, das ist nur ein See. Das ist egal. Ich bin ein alter Seefahrer. Ja, also, es ist ja nun mal so. Wenn es läuft, dann ist es halt so. Aber es ist nett, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag und ein nettes Leben. Wir sehen uns bestimmt später nochmal, ne? Hab viel Spaß hier noch mit deinen Kollegen. Joa, danke. Ich, alter Seefahrer, ich gehe wieder auf dem Meer, Minion. Ja, haust du rein. War echt nett mit dir zu quasseln. Und nochmal zu der DJ-Sache. Wenn das so sein sollte,
Guckt euch die Tierlisten an, die gemacht worden sind vor der Staffel, außer von Fongi. Grüße an Fongi. Zwei war vielleicht ein bisschen überschätzt, aber alle Hater still. Alle Hater still, tot direkt, auf Platz 7 und so, der Unbekannte. Leckt mich. Er ist einfach vorne mit dabei. Vielleicht, weiß es nicht, vielleicht bin ich auch letzter, weil alle überlebt haben und ich habe die wenigsten Punkte. Ja, Punkt für Village, ich habe Punkt für die Blumen, ich habe Punkt fürs Haus. Je nachdem wie viele, man weiß es ja nicht, ne? Spawner! Yo! Als ob! Da hätte ich ja gar nicht mehr mit gerechnet. Wir gehen mit Goldapfel rein. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Als ob hier so ein offener Spawner ist. What the fuck? Zwei Schallplatten. Also innerlich war gerade einfach nur Leere. Es war einfach so kurz die Opportunity da, diese Punkte zu holen. Sie einfach kurz war ich confident dafür. Ich war kurz, war ich so in dem Modus und gesagt so, ja, wenn wir das jetzt kriegen, dann kriegen wir auch die Geode. Dann scheiße ich auf alles. Das Minecraft RNG kommt dann wieder mit 200 km/h mit Metsee in die Fresse und sagt dir so, nee. Guck mal, hier würde jetzt eine Geode perfekt reinpassen. Ach, halt doch die Fresse, Junge. Du kriegst wieder einen halben Herzen Schaden hier, weil du ein bisschen springst. Oh, der Arzt hat einen. Aua. Dreizack macht weniger Damage als Zombie-Angriff. Ach, drop doch, Mann. Wir kaum noch Zeit, um so 2 Stunden. Also ich will auf jeden Fall, glaube ich, noch in den Nether gerade gehen. Will nicht viel machen, vielleicht finde ich ja noch Glowstone und so. Ich glaube nicht, dass ich noch Loon-Routen bekommen werde, aber ich will trotzdem noch schauen. Aber bevor ich das mache, werde ich noch was anderes machen. Und zwar das hier. Ich kann das ruhig auf mein Schild machen. Heißt, wir haben Haltbarkeit 3 unserem Schild gemacht. Dann haben wir diese eine Challenge geschafft. Wir haben hier die 7 Enchantments, ne? Feuerschutz, Atmung, Haltbarkeit, Harpune, ja, alles dies, das, so, ne? Haben wir jetzt Haltbarkeit 3. Mach das jetzt. Sollte rein, das darf man rein, Theorie. Vielleicht hole ich mein Schwert hier lassen. Könnte es rum. Geil, Rudiger. Kaido. So, Kaido, du bleibst hier. Warum ich das mache, das Diamantschwert ist fast kaputt, also. Werde ich das jetzt nicht benutzen, ich nenne es einfach Kaido. Bin vorbereitet, ich habe noch hier Notch-Apfel. Oh, shit, ich bin hier irgendwo. Also ich könnte es aber noch in der Zeit vielleicht noch irgendwie schaffen, noch irgendwas zu finden, so. Guck mal, mein Freund, du willst ja nichts, ne? Okay, gut. Der will keinen Stress, der will keinen Stress. Oh. Gut. Gas soll anscheinend mega krass sein. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck, oh, fuck. Oh, okay, das ist eine wirklich große Explosion. Ach du Scheiße. Das ist so groß wie Creeper eigentlich sogar, also... Kacke, Digga. Mehr will ich nicht. Ich will nur Glowstone. Für die Quest, damit ich zumindest irgendwas mit Nether gemacht habe, so, ne? Ich piss mich dann, ne? Okay. Machen wir einmal im Nether. Direkt wieder raus. Das habe ich alles, ja. Bambus. Ah, Seegurken noch. Ja, Seegurken. Wenn wir Seegurken finden während der Reise, dann hole ich die mit. Bambus auch, Mangroven auch. Ich habe ja Schere dabei und alles gut. Wenn ich hab ist hier noch. Oh, ja. Ich hab's gecallt. Easy. Oh, hä? Bin immer noch drin. Ich bin immer noch. Ah! 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 Aua! Ach du Kacke, ey. Outlast fängt ja gleich an eigentlich. Oder gleich. Der 27.11. am 1. Dezember kommt startet Outlast. Wenn das Video draußen ist, ja gut, warum soll ich noch sagen, was ich dort bauen werde? Einfach um irgendwas zu sagen. Ich werde einfach eine Bar bauen und so, ne? Solange das Alkohol drin ist, bin ich zufrieden, so. Langsam und Geduld, Jungs, Geduld. Mach das mit Tod gleich hier, oder? So, Jungs, warte mal. Ja, das hat Tod gemacht, Jungs. Let's go! Easy! Oh, das hättest du aber auch machen können, ne? Oh mein Gott, Minecraft Sounds. Ja, früher als Kind hat mich das wirklich, also... Ich bin der PlayStation 3 Enjoyer hier, PlayStation 3 Spieler, erfahrener. Digga, als Kind, ich wollte nie in der Höhle reingehen, ich war immer der Erkunder.
Bin immer rumgerannt, ey. Bin in die Tempel reingegangen und hab dort richtig geilen Stuff gefunden, so. Ich hab 2 Notch-Äpfel und richtig viele Gold-Äpfel, die ich nie benutzt habe. Einfach so aus Flex, Alter. Bambusblock. Okay, man muss Bambusblöcke machen. Wie das man so? Okay. Heißt, wir brauchen 9, bla bla bla. Scheiß Papageien, ne? Also ihr seid schon Hurensöhne. Was ist das hier? Oh! Warte mal. Oh, ups. Ich habe das Ding kaputt gemacht. Was sind diese Dinger hier? Was habe ich noch nie gesehen? Archäologie-Track so. Hat 10 Jahre gebraucht, bis es hier da ist. Und jetzt juckt es niemanden. Ja, okay, juckt mich jetzt aber auch nicht. Ich soll es mal hier gesehen haben, ey. Was habe ich noch nie gesehen? Geh wieder verlassen, ja, perfekt. Luke hatte das Ding nicht gesehen, was ich da gebaut habe für die Hexe da, ne? Also das wäre schon, dann hätte er das sowas von auf Twitter reingemacht, ey. Wäre dir. Bestimmt die nächste Challenge zu sein, töt die Hexe oder so. Ich seh's jetzt schon, ey. Was zum Fick ist das, Alter? Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist sehr, sehr bewundernswert. Ja, dass ich halt auch nur 50 Blöcke oder so weit gekommen bin und nichts erreicht habe, außer 3 Gaps gefressen. Ich habe halt nur noch 18 Gaps und 1 OP-Gap. Ich fühle mich unwohl. Es ist eigentlich übel viel Heal, aber dann auch wieder nicht, weil Gaps sind nur 2 HP. Das sind, ja, es ist schon viel, aber 36. Back zu den letzten 2 Stunden des Projekts. Puh, ich muss immer noch einen Mangrobenwald finden, 20 Blätter daraus holen, ein Haus bauen und halt noch die ganzen Lohnrouten, 12 Stück. Mal sehen, was ich erreiche, ob ich was erreiche. Jetzt brauche ich halt noch für 3 Aufgaben, welche eigentlich ziemlich einfach sind, brauche ich halt trotzdem noch 2 Stunden und basieren beide ein bisschen auf Glück. Ich hoffe, dass hier jetzt gleich um die Ecke einfach an meinen Grobensumpf kommt, weil dann kann ich halt auch wieder zurückgehen und anfangen, mein Haus zu bauen, bevor ich in die Hölle gehe und diese Blaze Rods suche. Blaze Rods, die brauche ich halt auch nicht in der Kiste legen. Da stand nur, dass ich die sammeln muss. Und ich glaube, es sind halt nicht so viele Items, dass es sortiert in der Kiste sein muss. Boah, Mesa-Biom war auch krass in meiner Kindheit noch damals. Da bin ich in Minecraft, bin ich auch in so einem Mesa-Biom gewesen. Da bin ich auf so einem Berg hoch und habe mir dann ein Haus versucht zu bauen und bin runtergefallen und war dann tot. Und dann habe ich das jetzt Mesa-Biom nie wieder gefunden, weil ich übel weit gelaufen bin und auf dem Handy war damals und keine Ahnung hatte, dass man Bed placen muss, um zu respawnen dort. Und dann war diese Welt weg. Ach, manchmal stehen dir auch Dschungel im Weg. Auch die musst du einfach durchqueren mit deiner Schere und deinem Schwert. Diese kleine Insel da sieht aus nach Festungsspawn. Sowas von ein Festungsspawn, das glaubt ihr mir gar nicht. Schauen wir mal durch, wa? Kommt hier vorne irgendwas? Ein schöner Festungsspawn. Vielleicht nochmal in die Richtung hier. Digga! Ey, er hat mich übel erschrocken. Problem ist, aber doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt nicht, aus welcher Richtung ich kam, aber ich erinnere mich. Vielleicht hätte ich das mit Karten spielen können, dass ich so einen Kartografen immer weiter upgrade oder so irgendwie mit so diesem Kartentisch. Und dann halt schaue, ob in meinem Umfeld irgendwo ein Sumpf kommt. Aber jetzt ist es zu spät dafür. Ich habe gerade irgendwas Komisches getrunken. So Kokosnuss-Wodka. Das Kokosnuss ist schon geil, aber es passt irgendwie nicht so ganz. Obwohl, doch. Boah. Okay. Das war zu viel. Irgendein König oder sowas wird da früher stehen und hier so stehen und hochschauen und sagen, hell yeah, Digga, da baue ich mein Schloss drauf. Man kann auch einen Fall-Damage-Counter machen, Digga, da... Ja. Da hat man viel zu viel Content, Digga, das geht länger als die ganze Insu-Folge. Insu... Boah. Tut mir leid, Bungie, ich meinte Wilderness. Scheint mir aber echt nicht so, als würde hier in Mangrovensumpf irgendwo kommen, irgendwie irgendwas. Vielleicht ist es auch einfach Schicksal, dass ich diesen Auftrag nicht erledigen kann. Nee, gibt kein Schicksal, ich muss in die Richtung. Ich muss mein Glück finden. Digga, 2? Wo bin ich? Naja, was auch immer, ich geh jetzt hier rein. Tschüss. Bitte, bitte, bitte Festung. Nee, keine Festung. Ich glaube, Defex Quest wird einfach nichts. Ich glaube, da habe ich reingeschissen. Die Zeit läuft mir ab. Eine halbe Stunde habe ich wieder mal nichts getan. Alter, Falter. Ich möchte diese scheiß Büsche hier gar nicht austesten als Healfood. Ist mir scheißegal, bin ich euch ehrlich. Ich hoffe, das wird nicht mein Auftrag, wenn Mr. Beast mich irgendwann anschreibt oder so ein Scheiß. Ja, irgendwann ich streame oder sowas, dann kommt Mr. Beast und sagt, ja, finden wir einen Grobenbiom, der größte Erzfeind. Little girl, don't lie.
In the pines, in the pines, where the sun never shines, will shiver the whole night through. My daddy was a railroad man, killed a mile and a half from here. His head was found in the driver's wheel. His body was never.